okay? Okay, müssen wir den Affen mitnehmen? Der Affe liegt hier so demonstrativ. Muss ich den Affen mit runternehmen und den Opi unten irgendwie ablenken? Oder denke ich zu... umwegig. Richtig, Opa, geh mal Oma helfen. Oma braucht Hilfe in der Küche. Er hat doch schon wieder gerochen. Muss ich dort hoch? Opa hat Asthma. Opa! Ich glaube, ich muss dort hoch. Okay, ich glaube, ich muss dort hoch. Ich habe, glaube ich, rausgefunden, wo ich weiter muss. Gut. Da wissen wir ja schon mal was. Muss schleichen, oder? Ach, jetzt hat er mich gefunden. Erst hat er mich die ganze Zeit nicht gefunden und jetzt findet er mich. Das finde ich gemein im Spiel. Kann ich mich hier eigentlich unter dem Schrank verstecken? Er kommt gar nicht.
Na, geh doch hoch, schneller! Warum springe ich denn immer erst dort in die Ecke? Muss ich dort überhaupt hoch? Weiß nicht, wo ich sonst hin muss. Hey. Ich glaube, das Problem war, dass ich gegen den Affen gekommen bin, oder? Und er dann Krach gemacht hat. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit schleiche, dürfte auch nichts passieren. Die ganze Zeit schleiche, dürfte er mich nicht hören. Irgendwie habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm, wenn ich den Opi sehe. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 30 Minuten. Wohin kriegt er mich denn? Och, Manno. Ich will jetzt mal weiterkommen. Es nervt mich jetzt schon selber, dass ich hier einfach nicht weiterkomme. So ein spannendes TV-Programm hast du schon lange nicht mehr. Das freut mich. Ich würde jetzt gern mal weiterkommen hier. Kann doch nicht sein. Glaubst du oder nicht? Ich habe es geschafft. Toll, Opi geht einfach durch die Tür. Hallo? Jetzt. Dein Frustrationslevel entspricht in etwa meinem eigenen. Julia, ich fühle mit dir. Aber ich habe es geschafft. Und du wirst das Basteln auch schaffen. Irgendwie habe ich es geschafft. Als ob Opi.
Schade, ich dachte, ich kann den Stuhl wegziehen und dann fällt die Uhr um. Erstmal gucken, was der hier macht. Was ist sein Problem jetzt? Ich weiß jetzt immer nicht, immer wenn er jetzt mich schnuppert, habe ich Angst, dass der immer wenn volle Stunde ist. Okay, ich verstehe, was sein Problem ist. Moment. Er wird mich finden, aber es ist okay. Muss ich mit dem Schuh werfen oder hätte ich was anderes mitnehmen müssen? Ich glaube, ich bin obi-los, oder? Ah, ich bin obi-los. Ich versuche, einen Neujahrsgruß für meine Kolleginnen zu machen. Aber ich musste so ein Bändchen binden und das klappt nicht so, wie ich das möchte. Oh, das ist wie, wenn du was nähen musst und du kriegst den Faden nicht in die Nadel. Die Öse. So, so sieht es übrigens am 1.1. aus bei meinem Bücherbazar. Hier unten geht's nicht lang. Ein Klavier. Das macht bestimmt auch gar keinen Krach, wenn das runterfällt. Okay. Es fällt nicht runter. Wie kommt denn der Opi jetzt hier hoch? Was ist das Weiße, was da liegt rechts? Oh, ist das die Kurbel?
Nee. Ja, der Obi ist einfach überall. Jetzt hier rüber gehe, das ist schief. Okay. Okay. Wie komme ich an die Kerze? Und wo soll ich den Affen schmeißen? Ich muss hier runter und da wieder links hoch. Schafft. Ist die. Oh. Ich verstehe. Also, wir müssen jetzt Krach machen, dass der Obi kommt. Und dann müssen wir mit der Kurbel rüber zum Klavier. Kommen wir hier irgendwie hoch? Sah so aus. Komm da nicht hoch. Ist das Werfen. Der Opi? Wo ist doch das hoch? Okay. Und was mache ich jetzt mit der Kurbel?
Ich sehe außerdem nicht so gut. Nee, Fernsehen kann ich nicht anmachen. Habe ich auch schon probiert. Wo muss ich dann hin, wenn ich dort oben bin? Kann kein Licht anmachen. Und wenn ich springe, springt er weg vom Regal. Einfach hier hochgehen. Und jetzt? Hänge ich wieder hier. Ich muss doch die Kurbel irgendwie nehmen. Die kann ich auch nicht werfen. Den Koffer kann ich nicht schieben. Im Stuhl kann ich auch nichts machen. Spiel. Sag mir, was ich tun soll. Ich komme da auf jeden Fall nicht hoch. Und jetzt hänge ich wieder hier. So. Wie geht's weiter? Es ist auch nicht gerade hell hier drin. Wenn ich an die Tür gehe, wird's heller. Ist das die Kurbel für den Spielkasten da oben? Aber das bringt auch nichts. Bye.
Okay. Jetzt weiß ich. Okay. Bleibt der jetzt am Fernseher? Ich wusste jetzt nicht, ob der den Fernseher irgendwann ausmacht. Ja, und jetzt? Okay, er bleibt am Fernseher. Das heißt, ich lege die Kurbel vorne hin. Gut. Ich habe das Rätsel gelöst. Wow. 3 Jahre später. Hier vorne durch. Dort hätte ich, glaube ich, durchgehen können. Schleichen einfach.